Anchal. Schmetterlinge müssen fliegen. Rehabilitationsprogramm für Straßenkinder in Bhopal, Madhya Pradesh. Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich, sagt Jesus. Diese Sätze Jesu spiegeln die Vision von Anchal wider, wo jedes Kind willkommen ist. Anchal, ein Hindi-Wort, bedeutet, dass die Mütter den Rand des Saris verwenden, um ihre Kinder vor Regen, Sonnenlicht und möglichen Gefahren zu schützen. Die implizierte Bedeutung ist hier Schutz, Liebe und Fürsorge. Pater Anil vergleicht die Kinder mit Schmetterlingen. Schmetterlingen, die zu ihren Träumen fliegen sollen. Die logische Konsequenz, ja unsere Mission ist es, jedes Kind zu erreichen, welches Schutz benötigt und der Fürsorge bedarf, gefährdeten Kindern die verlorene Kindheit wiederzugeben. Kindern, die in katastrophalen Verhältnissen leben müssen, durch unsere Hilfe und Unterstützung die Wiedereingliederung in Familie und Gesellschaft zu ermöglichen. 2010 wurden Pater Anil Messiu und Pater John Chibu durch und im Namen der CMI-Niederlassung St. Paul in der Provinz Bhopal ernannt, sich um die Betreuung dieser Kinder zu kümmern. Offiziell wurde Anchal am 1. März 2011 von Pater José Paul Edutan CMI eingeweiht. In der Gründungsphase war es für Anchal wichtig, die Koordination mit anderen privaten sowie den zuständigen staatlichen Stellen ergänzend aufeinander abzustimmen und vor Ort langfristige Betreuungsmöglichkeiten und Angebote für Straßenkinder aufzubauen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben wir für die Kinder die unterschiedlichsten Programme ins Leben gerufen. Gesundheits-, Sommer- und Wintercamps, Computer- und Motivationskurse und so weiter. Wichtig ist vor allem die Aus- und Weiterbildung von Mädchen in den verschiedensten Berufszweigen. Sie werden in der indischen Gesellschaft nach wie vor sehr diskriminiert, sexuell und körperlich missbraucht. Durch Anchal haben sie die Möglichkeit, ihr Leben selbst zu gestalten und sich eine Zukunft aufzubauen. Bei der Durchführung dieser Programme lernten wir die gravierende Situation der Kinder in den verschiedensten Slums kennen. Um das Überleben zu sichern, sind die Kinder angehalten, die Eltern bei der täglichen Arbeit zu unterstützen. So stellen sie Gipsfiguren her, sammeln Müll oder verkaufen Zeitungen. Es bedurfte vieler Besuche und Aktionen der Patres, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und hohe Hürden innerhalb der Bevölkerung zu überwinden. Als das Vertrauen erst einmal aufgebaut war, gab es viel Unterstützung durch die Slumbewohner. Sie sind einfach nur dankbar für die Hilfe von Anchal. Die ersten Slumschulen, Pachalas, wurden gegründet. Die Kinder erlernen hier die Grundbegriffe im Lesen und Schreiben. Sie lernen aber auch Wichtiges über Hygiene, Ernährung, Heilmittel und so weiter. Waisen und die Ärmsten erhalten täglich eine warme Mahlzeit, alles finanziert von Spenden, auf die Anchal dringend angewiesen ist. Anchal engagiert sich aber nicht nur für das Wohl der Kinder und ihren Schutz, sondern auch für die medizinische Betreuung von Patienten, die keine Mittel für eine Behandlung haben. Dank der Unterstützung von Ärzten und Pflegekräften, die ihren Dienst ehrenamtlich anbieten, und der Spendenbereitschaft zahlreicher Befürworter von Anchal konnten wir vielen Menschen ein neues Leben ermöglichen. So zum Beispiel Sabrina, die schwer unter Psoriasis litt. Unsere zweijährige Unterstützung bei der Behandlung, Überwachung der Medikation und regelmäßigen Kontrolle haben ihr geholfen, die Krankheit zu überwinden. Heute ist sie ein fröhliches und glückliches Kind. Da ist die Pika. Eine junge Frau, die seit ihrer Geburt unter Kinderlähmung litt. Nie zuvor in ihrem Leben ist sie ärztlich behandelt worden, konnte nie laufen. Durch die von uns geförderte Behandlung und Operationen konnte ihr geholfen werden. Ja, es ist eine ganz besondere Geschichte. Sie gibt ihren Dank zurück, indem sie heute die Schuluniformen für Anchal näht. Auch von Seiten der indischen Regierung gibt es Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit von Anchal. In Zusammenarbeit mit der Stadt Bhopal und den Polizeibehörden
konnte am Bahnhof von Bhopal und für den Distrikt Nasingpur ein kleines Büro für das Programm Childline Emergency Helpline 1098 eingerichtet werden. Es handelt sich um einen kostenlosen 24-Stunden-Notrufservice für Kinder bis 18 Jahre. Diese Telefonnummer kommt in ganz Indien Millionen Kindern zugute. Im Monat werden am Bahnhof rund 40 Kinder durch das Team von Anchal aufgegriffen. In dem kleinen Büro finden sie Unterschlupf, Nahrung und Kleidung, eine Erstversorgung. Wichtigstes Ziel ist die Rückführung in die Familien. Ist dies nicht möglich, wird in Zusammenarbeit mit den Behörden nach anderen Möglichkeiten der Hilfe gesucht. Bis heute konnten wir ca. 2000 Kindern in Not helfen. Zum Team von Anchal gehören auch Studenten der Sozialwissenschaften, die Anchal als Praktikumsjahr wählen. Anchal ist auf diese Hilfe angewiesen, kann sich der Orden kaum feste Mitarbeiter leisten und nur eine geringe Vergütung zahlen. Zweimal im Jahr gibt es einen Kindertag. Aus allen Slums werden die Kinder zum Campus der St. Paul's School gefahren. Sie erleben einen unbeschwerten Tag voller Spiele, Wettbewerben und Unterhaltung. Viele ehrenamtliche Helfer sorgen darüber hinaus für eine warme Mahlzeit. Für diesen Tag können sie alle Sorgen und Nöte hinter sich lassen. Nachdem Pater Anil und seine Mitarbeiter in den letzten Jahren sehr aktiv die verschiedenen Slums betreut haben, hat sich Anchal darüber hinaus ein weiteres großes Ziel gesetzt: den Bau eines Heimes für rund 40 bis 50 Mädchen in Tarasivania. Eine große Welle der Hilfsbereitschaft aus dem ganzen Seelsorgebereich an Brühl und Wiehl und darüber hinaus unterstützte dieses Vorhaben in allen Belangen. So konnte das Heim am 23. Februar 2020 durch den Erzbischof von Bhopal, Leo Cornelio, SVD, eingeweiht werden. In Herrn Pastor Jansen fand Anchal einen wichtigen Befürworter. Er unterstützt in vielfältiger Weise das Projekt und hat immer ein offenes Ohr. Pater Thomas ist der wichtige, direkte Draht zu Pater Anil und Gabriele Berger unterstützt mit ihren Möglichkeiten Anchal. Im Jahr 2019 haben wir es geschafft, dass Anchal in den Gemeinden Wiehl, Bielstein und Denklingen als Sternsinger-Projekt anerkannt wurde. Dies ist ein großer, guter Schritt, diesen so benachteiligten Kindern zu helfen, ihnen ein Stück Hoffnung auf Zukunft zu geben. Schmetterlinge müssen fliegen.